Mein Name ist Pius Jochum, ich bin Projektleiter bei der Romberg-Sersa-Rail Group. Wir starten auf 1600 Höhenmeter. Hinter uns ist der Tauertunnel. Der Tunnel gehört zum Weltkulturerbestrecke und wird bei uns in den Nachbetriebspausen saniert. Somit haben die Pendler keine Einschränkungen. Eine Tunnelsanierung in der Lage und Umgebung beinhaltet sehr große Herausforderungen. Bauzeit, Unterkunftsmöglichkeiten und Reparaturmöglichkeiten müssen ganz genau geplant und durchdacht werden. Nach der letzten Zugfahrt durch den Tunnel haben wir schon den Druck vom ersten Zug, der morgen früh wieder durch den Tunnel fahren muss. Sobald die Sprengung durch ist, liegen 100 Kubik am Boden. Jetzt heißt es nur noch Vollgas. Das Material wird abtransportiert, der Tunnel wird gesichert und die Sprenglöcher werden für den nächsten Tag vorbereitet. So ein Projekt kann nur mit einem gut eingespielten Team of Steel umgesetzt werden. Für die Kommunikation im Tunnel und nach außen haben wir ein WLAN-Netz aufgebaut. Knapp 300 Meter hinter mir werden die Tübing-Elemente versetzt. Die Tübing-Elemente bilden dann die definitive Tunnelinnenschale. Der Innenausbau sollte dann für die nächsten 50 bis 100 Jahre heben. Um 5.50 Uhr kommt der erste Zug. Pendler und Touristen kriegen gerne mit, was im Tunnel in der Nacht gelaufen ist.